gleich noch einen wichtigen Termin habe, nur das Wichtigste in Kürze. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja, herzlich willkommen zurück. Jo. Ich bin hier mit einem Pädophilen. Oh, zwei Feuerwehrmännern. Und einem Typen im Bad. In einem dunklen Raum. Oh Gott. Wo bin ich hier gelandet? Ich hätte mal das Haufen sein lassen sollen. Feuerwehrmann Anwärter. Ja, verstanden. Fritzl 1. Sieht das Fahrzeug ja soweit ganz gut im Schuss aus. So, das war's auch schon. Arbeit, juhu, wir kommen. So. Ja. Ich hab mal in den Optionen auf die Stauernde Schicht etwas hochgesetzt. Damit wir vielleicht mal schneller vorankommen und den noch 100 Tage. Oh, geil! Gewitter! Auf geht's zur Zahnkontrolle. Okay, fahren wir mal. Licht an. Mini-Karte mal raus. So, dann fahren wir mal da geradeaus raus und fangen wir mal an zu suchen. Florian 1 an Leitstand, melde Fahrzeug frei auf Funk. Okay, Sprit ruhig noch. Naja, Tank wird nach dem ersten Einsatz. Kann ja nicht mehr lang dauern. So, ich hab mir gedacht, da hier das Spiel etwas langatmig ist und ich eigentlich relativ viel Zeit hab, so, dann ich muss mal was auch mal einfach mal so erzähle. So, also, damit ihr mal ungefähr... Ja, Entschuldigung. Scheiß Programm hier. Na also, ich dachte, ich erzähle euch mal ein bisschen was über mich. Damit ihr mal eine Ahnung habt, wer der Typ am anderen Ende des Mikrofons ist. Also, Internet, nicht Mikrofons. Entschuldigung. Na, auf jeden Fall. Oh, wie scheiße macht denn? Komme quasi aus Rheinland-Pfalz. Wohne auch da, wohne und dann alleine. Oh. Und habe so viel Langeweile, dass ich diese Spiele hier spiele. Nee. Also, ich dachte mir, ich hatte etwas Zeit in meinem Urlaub. So, ich hatte etwas Zeit in meinem Urlaub und dachte, ich probiere mal was Neues aus. Oh, ziemlich spät aufklopfende Grafik. Ja, das ist Physik, ich hasse dich. Ja, ich hatte etwas Zeit in meinem Urlaub. Oh, und hab gedacht, ich probiere mal was Neues aus. Da schon relativ gerne Let's Play schaue. Moment, ich stelle mal die Lautstärke. Soundeffekt. So. Schon besser. Ne, ich dachte, dass ich auch gerne Let's Plays schaue. Ich würde schon mal selbst aufnehmen können. Naja, gut. Hat ein paar Probeaufnahmen gemacht, die richtig scheiße wurden. Also, ihr kennt meine Videos. Ich lege keinen Wert auf hohe Qualität. Und wenn ich sage, die sind scheiße, dann sind die auch scheiße gewesen. Und zwar richtig scheiße. Wurden, ja. Ach, leck. Die Leute können, ihr denkt ja bestimmt, ich habe keinen Führerschein, wenn ihr mich hier fahren seht. Nee. Also auf jeden Fall. Angenommen. Ist es auch. Ja, Sirene ist an. So. Oh oh, hinter mir kommt Flugzeug an. Scheiße. Flugzeug? Oh, bist du auf der Karte, bist du angezeigt? Ja, auf der Karte wird ein Flugzeug angezeigt. Wo ist das? Ach, egal. Naja. Auf jeden Fall, so kam ich zu Let's Plays. Man fragt euch sicherlich... Glück gehabt. Ja, man fragt euch sicherlich, welche Let's Play ich so schaue. Das ist verschieden. Also... Ich gucke gerne Fränkel Frotzelt. Also, hauptsächlich. Das ist der hauptsächliche Let's Play-Kanal, den ich gucke. Dann, je nachdem wir zu haben, GameTube und so von Kronk
bin schade, ich bin Haltestelle und ich schieße. Ja, das sagt man nicht so zu. Naja. Na, und so kam ich dann quasi dazu. Ja, und meine anderen Hobbys, außer hier Let's Play, sind, wie schon in meinem Video von ATV versus, ne, MX versus ATV Reflex gesagt habe, Quad fahren. Ja, ich fotografiere ab und dann habe auch auf der Foto-Community ein paar Bilder hochgemacht. Also ich habe auch eine professionelle, na wohl, professionell kann man nicht sagen, ich habe halt eine Spiegelreflexkamera. Ist ein Einsteigermodell. Oh, leck. Diese scheiß Fahrphysik. Echt zum Kotzen. Na, auf jeden Fall. Oh, das ist schon gut. Gut. Ja. Okay, wo brennt's? Jo. Ach, da haben wir. Geh aus. Aussteigen. Feuerlöscher. Und löschen. Ja. Ja. Und sonst spiele ich auch noch gerne Computerviren, wo ich sicherlich denken konnte. Aber ich spiele natürlich falsche Spiele. Ich spiele eigentlich normale Sachen. Normale Sachen hauptsächlich. Ja. So weit wie das neue Tomb Raider spiele ich. Dann habe ich mir jetzt Dead Island geholt. Oh. Die Game of the Year Edition. Wir sind schon auch noch am Spielen. Oh. Und natürlich noch meine Let's Play Projekte. Wie momentan das hier. Ja, und vielleicht mal schon was vom Bausimulator. Wenn ich mich aufrappeln kann. Oh, gut abgefangen. Auf jeden Fall. Oh. Und solche Sachen spiele ich halt gern. Also. Es bezieht sich jetzt auf die guten Spiele und nicht hier das Zeug. Nee, cool, das ist ausgewichen. Naja. Und es gibt noch andere Sachen, die ich gerne mache. Was hat auch noch schon mal gesagt, ich gehe sehr gerne ins Kino. Wenn was Gutes kommt, gehe ich auch Comedien gucken. Und solche Sachen. Okay, wieder ein. Okay, auf geht's zum Einsatz. Ja. Naja, dann fahren wir mal. Und welche Spiele, na gut, ich erzähl mal, welche Spiele mir in der Vergangenheit so gefallen, gut gefallen haben. Also, ich habe ziemlich viele von den Call of Duty Spielen gespielt. Hauptsächlich die Modern Warfare. Und das zweite Black Ops habe ich auch geholt. Ja, weil das so angepriesen wurde als innovativ, bla bla bla. Aber naja. Jetzt war eigentlich Call of Duty. Nicht mehr, nicht weniger. Halt mal mit einem ordentlichen Umfang. Obwohl ich den Umfang eigentlich nicht genau beurteilen kann, dass ich ihn durchgespielt habe. Als die mein Speicherstand gelöscht hat. Und ich kurz nach der Flugzeugmission, also direkt nach der Flugzeugmission, nicht weiterspielen konnte. Naja, was dahinter passiert ist, habe ich im Internet in Videos halt mal grob angeguckt. Also ich habe ja nicht wirklich viel verpasst. Ja. Dann spiele ich sehr gerne Rollenspiele. Skyrim habe ich gesuchtet wie Sau. Dann, ja. Aber noch nicht so sehr wie Mount & Blade Warband. Also das ist, würde ich schon fast sagen, in den letzten Jahren mein meistgespieltes Spiel. Weil mich das Spiel einfach so von der Thematik her fasziniert. Das Spiel hat zwar viele Schwächen, aber ich finde es toll. Also ich werde mir auch den Nachfolger Bannerlord sofort kaufen.
Da muss man einfach mal abwarten. Wow. Oh, Gott. Ach ja, und... Oh, schon wieder dieser Scheißhall. Das liegt übrigens nicht an meinem Headset. Das Problem, ja, keine Ahnung, woher es kommt. So. Tanken. Na. Ah. Ja, cool. Sehe ich schon heute. Cool, hier zeigt doch an, wie viel Liter man tankt. Nicht schlecht. Hätte ich dem Spiel nicht zugetraut. Cool. Ah, sind immer unterschiedliche Zahlen. Also nicht. Zeigt nicht immer die gleichen kleinen Zahlen an. Na, ja, ein nettes Detail, ehrlich gesagt. Hätte ich im Spiel nicht zugetraut. So. Na ja, gut, dann habe ich noch. Ach, schon wieder Einsatz. Da könnten wir in dieser Folge eigentlich noch die erforderlichen Punkte packen. Ja, angenommen. Sehr nicht verkehrt. Man dachte, ich hätte noch die scheiß Soundkontrolle auf. Ich habe jetzt hier die Schichtlänge hoch eingestellt, dass man etwas schneller im Level aufsteigen kann, weil man mehr Punkte bekommt im Endeffekt. Naja. Ich weiß nicht, ob ihr es jetzt momentan hört, aber ich habe jetzt auch in meinem Spielzimmer jetzt auch zwei Wasserschildkröten und die Pumpe plätschert etwas im Hintergrund. So. Ah, ja, ein paar von euch wollen bestimmt doch wissen, was ich eigentlich so arbeite. Also ich arbeite als Industriebuchbinder. So. So. Das hat halt... Florian 1 an Leitstand, melde Fahrzeug am Einsatzort eingetroffen. Okay. Okay, ich glaube der Eingang war irgendwo hier hinter. Genau. Na, ja, ich arbeite als Industriebuchbinder, jo. Also das hat nichts mit Handbuchbinden zu tun. So viele kann ich euch schon mal verraten. Ich bin also in der industriellen Druckweiterverarbeitung tätig. Naja. Wenn ihr mehr wissen wollt, könnt ihr gerne nachfragen. Moment. Na, könnt ihr gerne nachfragen. Ich kann ja in Verfolgung noch mehr sagen. Oder wenn ihr ein paar Ideen habt, über was ich reden kann, einfach vorschlagen. Okay, die laufen schreiend weg. Also scheint wirklich irgendwo zu brennen. Dann suchen. Ach, da. Hier drüben! Oh nein! Die Leute verhalten sich nicht gerade glaubwürdig. Gelöscht. Fremden. Ist da schon ein Feuermelder? Der BMA-Alarm hat sich bestätigt. Das Feuer wurde erfolgreich bekämpft und der BMA wieder zurückgesetzt. Mal zeigt der andere, dass Feuer bekämpft wurde. Ah ja, geil. So, nun geht's zurück zum Auto.
1000 Punkte. Scheiße. Ich hoffe, es kommt noch ein Einsatz. Die Fitness ist ziemlich tief geworden. Noch egal. Guck nicht so blöd, Junge. Na, vor der nächsten Schicht also. Wenn die angefangen hat, wird Rückbildung etwas trainieren, damit er mal fitter wird. Och, die Kollegen sind schon alle weg. Ja klar. Ich bin hier der Trottel, die Arbeit macht, während die schön am Auto warten, Kaffee schlürfen und dann vergessen, wenn sie fertig sind. So. Ich würde sagen, wir fahren ein Stück Zaun ab. Denn irgendwas müssen wir tun. Weiß nicht, kriegen wir jetzt in der nächsten Schicht ein neues Auto? Na, schauen wir mal. Sechs Stunden an Feierabend. Juhu! Oh, Flugzeug! Fast gerammt. Okay. Ja, falls ihr Interesse habt. Na, für diejenigen, die sich dafür interessieren, ich habe auch noch ein paar Projekte in Planung. Zum Beispiel Minecraft. Das Spiel müsste ich die Tage bekommen und dann würde ich auch ein kleines Let's Play starten. Dann nach wie vor immer noch in Planung Limbo. Ich weiß, ich wollte schon vor einiger Zeit damit anfangen, aber wurde nichts raus. Naja. Teils keine Lust und teils keine Zeit. Aber keine Zeit teils dadurch, dass ich meine Zeit eher für andere Spiele hatte. Ja, also spielen ein Spiel auch nur, wenn es mir gefällt oder enormes Zuschauerinteresse da ist. Ja, mir ist auch noch was Interessantes aufgefallen. Ich habe so einen kleineren Let's Player mal gesehen. Ungefähr die gleichen Abozahlen wie ich, also so 9 zu 9, zwischen 9 und 20 war, glaube ich. Und der Typ schaltet tatsächlich Werbung auf seinen Kanal, um als YouTube-Partner Geld zu verdienen. Der wird doch nichts haben, ein paar Cent im Monat oder was? Oh Gott. Der seine Videos gucke ich mir jetzt auch nicht mehr an. Na gut, also, ich schaue auch öfter mal von kleinen Let's Playern Videos an, also mit größeren wie ich. Ja. Ja, ich will noch mal überlegen, in meinen Videos mal ein paar abgedrehte Sachen zu machen, wo ich dann auch richtig Werbehitze ablasse. Denn bei den Videos hier bieten sich nicht wirklich so viele Gelegenheiten, irgendwas anzubieten. Die einzigste Möglichkeit, so ein Witz zu bringen, war ja, oder zumindest wurde jetzt nicht aufsetzen kann. Ah ja, das mit dem Fritzelhitze, die ich hier in der letzten Folge gemacht habe. Naja. Na, ich habe eben einen ziemlich derben Humor. Also richtig derb. Ich rede jetzt nicht so von Pseudo-derb wie manche anderen. Ich mache mich wirklich über jeden Scheiß lustig, wo die meisten Leute durch den Kopf schütteln. Hey, im Ausrufezeichen sieht man ja ein ziemlich spieler. Ach komm, da hinten mit. Da hinten die Punkte für den Zaun nehmen wir noch mit, bevor wir da hinfahren. Da packen wir rechtzeitig. So. Die denken sich jetzt auch. Boah, der hat doch einen Sand. Scheiße. Die denken so, der hat doch einen Satz. Warum zum Teufel ist der noch ein Zaun am Kontrollieren? Okay, zur nächsten Folge werde ich die Empfindlichkeit vom Mikro etwas runterdrehen. Denn die ist doch ein bisschen groß eingestellt. So. Ich
Schneller. Ach Gott. So. Aber der Flugplatz ist ziemlich groß. Egal, Drama. Bam! Na scheiße, nur gestreift. Bei Gelegenheit müssen wir mal ein stachendes Flugzeug haben. Würde mich mal interessieren, was passiert. Ob die auch da, wie die Fahrzeuge so komisch rumrutschen oder so. Ja. Mal warten, wird sich noch die Möglichkeit dazu bieten. Nee, warum macht man für so einen Kack Feuerwehrsimulator überhaupt einen Flughafen? Wen interessiert sich der Flughafen? Ich glaube, normalen Feuerwehrsimulator, wo man hier das Ortschaften rumrast oder sowas, wäre viel besser. Würde mir persönlich ehrlich gesagt besser gefallen. Ein Flughafen, Feuerwehr vielleicht so als Add-on noch liefern oder sowas. Oder DLC. So. Ja, da ist Feuer. Aussteigen. Feuerlöscher. So. Können wir hier was zu futtern holen? Nein. So. Schicht im Schacht, Feierabend. Fahrzeug muss da auch geputzt werden, aber scheiß drauf. Feierabend ist... Ah, du dämliches Arschloch! Damn. Junge, du kriegst ein paar Small. So, schneller geht Gas, geht Gas. Den Spaß, die haben wir jetzt. So. Geil, der ist so schön Grafik gefahren. So, jetzt schon mal stracks nach Hause. Und Fahrzeug schwimmen auch auf dem Weg Parkplatz ab. Also schön aufs Grün vor die Wache. Ach, wirkt ein bisschen steril, das Geräusch, ein bestimmter Motor. Könnte ein bisschen mehr Power haben. So. Also wenn ihr, wie gesagt, noch irgendwelche Fragen an mich habt oder irgendwas, stellt sie ruhig. Ich werde gerne in einer schönen nächsten Folge drauf eingehen oder in irgendeiner mal. Naja. Ah, so. Scheiße hier. So, lass mal hier stehen. Fuck, nur noch 20 Minuten bis vorher. Rein. So, zack. 10, 9, 8. Schaffen wir's. Ja, geschafft. So. Wir haben die erforderlichen Punkte geschafft. Schicht ist zu Ende. Wunderbar. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Man sehen sich beim nächsten Mal. Ciao.